Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschala und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein kleines Opening-Event machen. Ich will nämlich eine Mythic-Plus-Kiste aufmachen und eine PvP-Kiste. Ich war letzte Woche fleißig und habe tatsächlich beides gemacht, also sowohl ein bisschen Arena als auch M+. Und was haben wir da letzte Woche so gebastelt? Also wir haben einmal einen 15er-Key gemacht, Mechagon-Schrottplatz. Ah ja, an den kann ich mich entsinnen. Hab vielleicht ein bisschen suboptimal gepult, aber geklappt hat's trotzdem. Und PvP-Kiste haben wir auch gespielt. Es müsste sogar ein 465er-Item drin sein, weil ich da noch auf Rivale war. Ich habe ein bisschen meine Katze geübt und habe einfach mit irgendwelchen Leuten reingequeued. Und ich sag mal so, von 1800 auf 1664 ist schon ein weiter Fall, aber man muss halt üben, ne? Und dann nimmt man halt, was man kriegen kann an Mates. Egal. So, hier müssten wir aber trotzdem ein höheres in der PvP-Kiste haben. Hoffe ich zumindest. So, jetzt schauen wir mal. Und ich müsste auch hier diese Abzeichen rausbekommen. Echo von Nyalotha. Ich habe jetzt 1750 schon mir gerade erspielt. Und mal schauen, was wir da noch rausbekommen. Hier stellen wir mal den Loot noch um. Ist es auf Wildheit? Vielleicht kriege ich ja das Motorrad auf 475. Das wäre richtig gut. Oder Zwielichtsverwüstung Rang 3. Würde ich ja auch nehmen, ne? Würde ich ja auch nehmen. Okay, was ist drin? Der Würfel ist drin. Wir haben hier einen Kack-Key. Dann haben wir 1500 Echos bekommen. Heißt, wir sind jetzt bei 3250. Dann war nochmal ein bisschen Titanresidium drin. Das spare ich ja im Moment. Und wir haben den Würfel hier gekriegt. Ja. Jetzt kann ich eigentlich den hier weghauen, ne? Ich weiß gar nicht, ob. Also, früher, den wollte ich ja früher als Garnier die ganze Zeit haben. Weil der so das Nonplusultra war, weil das einfach nur ein Statgeber ist. Aber mittlerweile gibt es halt bessere Sachen, ne? Deswegen, ja. Es ist jetzt nicht ganz schlecht, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich hätte mich jetzt am Anfang von BFA übelst über diesen Würfel gefreut, auf Max Roll quasi. Aber mittlerweile hätte ich lieber das Motorrad auf Max Roll, ne? Aber das sind jetzt hier First World Problems. Egal. Wir haben wieder ein bisschen Münzen gekriegt. Und vielleicht kann ich es irgendwo benutzen. Muss ich mal schauen. Ich muss mir durchsimmen. Im PvP wahrscheinlich nicht. Ne? Da ist jetzt Deads eher. Aber im, ja, vielleicht irgendwo bei Boss Encountern oder in der Vision oder so kann sich's lohnen. Gut, dann schauen wir jetzt in der PvP-Kiste rein. Mal gucken, was ich da rauskrieg. Vielleicht kriege ich ja da irgendwas Krasses raus. Oh, war ja. Warum kriege ich denn den Trinket? Blizzard. Blizzard, warum? Und ich habe ein Expulsum bekommen? Ach so, nee, das Expulsum habe ich vom Shuffeln gekriegt, okay. Also ich habe 1250 von den Nyalotha-Abzeichen gekriegt. Oh, jetzt sind wir glatt bei 4,5. Nice. Und natürlich habe ich jetzt so ein Drecks-Trinket bekommen. Mit Versa und Primär-Stats erhöhen. Was will ich denn damit? Gut, es hat einen Sockel drauf und es hat Lifesteal drauf, aber. Trotzdem, was will ich denn damit? Ja, jetzt kriege ich hier zwei Trinkets, obwohl ich lieber irgendeinen krassen Corruption-Effekt gehabt hätte. Beide Kisten einmal, ne, richtig reingegriffen. Schade an der Stelle. Aber weißt du, auf so ein Item kriege ich natürlich dann wieder Lifesteal, was nicht schlecht ist. Lifesteal ist eigentlich ein guter Stat, als Tertiär-Stat. Und ein Sockel ist auch top, ne? Aber halt nicht auf so einem Item. Wenn das Item Shit ist, bringen dir die ganzen Rolls auch nichts. Gut, das war's wieder mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und schreibt mir gerne rein, was ihr so gekriegt habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.